in Barcelona, wenn man auch nur einen Punkt holt, ist man irgendwie schon Gewinner. Der wurde ja auch so ein bisschen dann ins kalte Wasser geschmissen. Er hat mich dann auch darauf angesprochen, ob ich verrückt bin, ob ich das gesagt habe. Der Start ins Jahr 2024, er ist geglückt. Premierensieg in Leipzig. Und dieses gute Gefühl, das nehmen wir mit in unsere heutige Sendung im Herzen von Europa, präsentiert wie gewohnt von Indeed und natürlich auch in das nächste Spiel zum Derby gegen Darmstadt 98. In den Vorbereitungen auf dieses Spiel standen die Veteranen im Blickpunkt. Timothy Chandler und auch Sebastian Rode, beide zurück nach ihren Verletzungspausen. Und natürlich auch Makoto Hasebe. Der hat nämlich am Donnerstag seinen 40. Geburtstag gefeiert. Wir gratulieren herzlich. Lasst uns mal gemeinsam auf die imposanten Zahlen schauen. Das ist schon Wahnsinn. Also ältester Spieler der Eintracht-Geschichte, hat damit Uli Stein und auch Richard Kress überholt. 114 Länderspiele für die japanische Nationalmannschaft. Dann seine Titel. Japanischer Meister 2006 und zweimal japanischer Pokalsieger mit Urawa. Deutscher Meister 2009 mit dem VfL Wolfsburg, Asienmeister 2011 und dann natürlich, das ist ja bekannt, DFB-Pokalsieger 2018 und Europa-League-Sieger 2022. Insgesamt ergibt das 687 Profispiele, immerhin 32 Tore, davon 299 für Eintracht Frankfurt und auch 2 Tore und die natürlich gegen Darmstadt. Bei den Zahlen bleibt uns nichts anderes übrig, als sich einmal vor Makoto Hasebe zu verneigen. Ganz große Legende. Wer im Gegensatz zu Makoto Hasebe noch nicht für die Eintracht getroffen hat, ist unser Neuzugang Sascha Kalajdzic. Debüt in Leipzig, bis die Oberschenkel gepfiffen haben, das hat er so gesagt. Und jetzt gegen den Verein, der ihn eigentlich holen wollte im Winter und wo auch noch sein bester Freund spielt. Also der perfekte Mann für ein Interview. Sascha, jetzt bevor wir sportlich werden, müssen wir über deinen Musikgeschmack reden. Du hast neulich gesagt, dass du dich dabei ertappt hast, dass du die Einlaufhymne von Darmstadt mitgesummt hast. Da ist dein Freund Emil Karic verantwortlich. Hast du ihm schon klargemacht, dass es jetzt runterkommt von der Playlist? Ich muss ehrlich gestehen, ich wusste nicht, dass die Rivalität so groß ist. Und ja, er ist einer meiner besten Freunde. Ich war im Stadion, bevor ich überhaupt daran geträumt habe oder daran gedacht habe, mal nach Frankfurt zu kommen. Deswegen habe ich das jetzt auch mit einem gewissen Schmäh gesagt, aber ist schon entfernt worden von der Playlist, keine Sorge. Ja, Samstag mitsingen wäre blöd, das ist klar. Du hast auch noch kein Heimspiel als Eintracht-Spieler erlebt. Unsere Einlaufhymne in Frankfurt, schwarz-weiß wie Schnee, ist das ein Begriff? Schon gehört? Ja, wir haben schon im Kraftraum haben wir schon, also die ganzen Spieler haben mich dann auch nach dem Interview ein bisschen, ich weiß nicht, wie man auf Deutsch sagt, gehäkelt, also aufgezogen, genau. Und ja, also ich habe es jetzt mit Schmäh aufgenommen, ich habe es auch nicht böse gemeint und habe schon ein paar Mal im Kraftraum gehört und im Auto auch schon. Auswendig lernen kommt noch. Okay, letzte Fangfrage, was sind deine Lieblingsblumen? Lieblingsblumen? Meine Frau liebt Tulpen, also sind Tulpen bei uns oft erwünscht, deswegen sage ich Tulpen. Gut, alles außer Lilien wäre richtig. Stell dir vor, ich hätte das jetzt gesagt, wie dumm wäre das gewesen. Oh, geil. Der Thorsten Lieberknecht hatte dir mal eine WhatsApp geschrieben, ob du am Wechsel interessiert bist, aber Eintracht war von vornherein dein Ziel. Trotzdem, du hast dich ja mit Darmstadt beschäftigt, gerade wenn ein Kumpel da spielt. Was ist denn das eigentlich für eine Mannschaft, gegen die wir da antreten? Ich glaube, dass es ein unangenehmer Gegner ist. Ich glaube, dass bei denen auch, weil ich ja viele Spiele verfolgt habe, eben wegen Emir, dass da auch mehr drin gewesen ist, punktetechnisch. Also ich glaube, tabellarisch, ja, ob die jetzt viel weiter oben stehen könnten, das kann ich jetzt nicht so gut beurteilen. Ich habe jetzt nicht jedes Spiel so ganz genau verfolgt, weil wir auch Spiele hatten. Aber grundsätzlich, in einem Derby gibt es nie Erster gegen Letzter oder Fünfter gegen Zehnter. Das ist auf Messerschneide. Und ich glaube, dass wir als Favorit ins Spiel gehen werden, davon gehe ich aus. Das werden uns auch die Darmstädter wahrscheinlich geben, die Rolle. Aber davon haben wir nichts. Ich glaube, das wird ein Kampf, dass Darmstadt uns alles abverlangen wird, vor allem in den Zweikämpfen. Und ich glaube, dass wir da einfach dagegenhalten müssen, beziehungsweise auf selbe Level kommen von der Aggressivität her und von was die Einsatzbereitschaft angeht. Und dann, wenn wir das auf den Platz kriegen, was wir können, dann glaube ich, schaut es
haben wir sehr, sehr gute Chancen. Aber ich glaube, das wird auf jeden Fall ein unangenehmes Spiel, weil es auch immer ein Derby ist. Ein Derby hat immer, sagt man auch wie im Pokal, so irgendwie eigene Gesetze. Deswegen muss man da für alles gewappnet sein. Wir haben in Leipzig ja schon gesehen, eine deiner Stärken, Bälle festmachen und auf die Mitspieler auch verteilen. In der kurzen Zeit, in der du da bist, wie adaptierst du, wie sie laufen, wo sie hingehen, wie schnell machst du das? Oder hast du ein Video? Was? Ja, also wir haben am Vorabend auch und in der Woche Videoanalysen gemacht. Wir haben am Platz ja auch Abläufe trainiert. Es ging darum, einfach nur zu sehen, wie die Spieler ticken, was für Läufe die Spieler machen und worum es geht. Und ich bin auch so einer, ich versuche mich schnell anzupassen. Und ich, wenn ich halt als Wandspieler in dem Fall genutzt werde, schaue ich immer, habe ich jetzt nicht einen Ort, wo ich den Ball hinspiele, weil er dorthin laufen muss, sondern ich schaue mal erst auf, wohin läuft er und dann versuche ich den Ball so zu timen, dass er ihn noch kriegt. Ich glaube, das hat dann, es war jetzt nicht so oft der Fall gegen Leipzig, aber wenn es mal so kam, kamen die immer an und ja, ich versuche einfach mich anzupassen. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie einstudieren muss, wo jeder hinläuft. Das ist auch irgendwie so eine Gefühlssache und dann auch Qualität natürlich. Genereller Ausblick auf die nächsten Monate, eine ganze Rückrunde vor uns, international so weit, wie es möglicherweise geht. Worauf freust du dich am meisten? Ja, grundsätzlich freue ich mich einfach in einem Verein zu spielen oder in einer Mannschaft zu spielen, wo man auch das Gefühl hat, dass man jetzt wirklich wichtig ist und wo man auch auf einen setzt. Und das Gefühl habe ich hier vom ersten Tag und auch vom ersten Spiel an gehabt. Und für mich das ist jetzt zu weit nach vorne gedacht. Wie gesagt, ich habe gesagt, ich will im Hier und Jetzt sein. Ich will jetzt von Spiel zu Spiel, von Training zu Training gucken. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf die Rückrunde. Ich glaube, dass da sehr viel Potenzial in der Mannschaft steckt. Da kommen auch noch Spieler zurück mit enormer Qualität von den ganzen Turnieren, die jetzt gerade noch sind. Ja, ich freue mich einfach nur drauf. Und ich habe noch nie europäisch gespielt in meiner Karriere, ob Champions League, Conference League oder Europa League. Also das ist auch auf jeden Fall was, worauf ich mich freue, wo ich Erfahrungen sammeln will und natürlich auch Frankfurt will da nicht einfach nur mitspielen, sondern auch was reißen, weil man auch diese Ambitionen hat. Man hat ja auch was vor kurzem erreicht, deswegen will ich da auch ein Teil von etwas möglichen Besonderem sein. Wir freuen uns, dass du da bist. Vielen Dank, Sascha. Danke, ich freue mich auch. Den Siegtreffer im Hinspiel gegen Darmstadt 98 erzielte der Mann, den Sascha jetzt ersetzen wird, Rondal Kolo Muani. Aber wie steht's denn eigentlich um die Lilien? Ja, nicht so gut tatsächlich. Darmstadt ist mit 10 Punkten derzeit Tabellenletzter. 44 Gegentore schon, das bedeutet die schwächste Abwehr der Bundesliga. Bester Torschütze ist Tim Skarke, immerhin schon 6 Treffer. Und ja, das ist die etwas schlechte Bilanz zuletzt. Letzten 10 Pflichtspiele, alle sieglos. Den letzten Sieg, den gab es am 7. Oktober mit einem 2:1 in Augsburg. Während Darmstadt noch auf der Suche nach einem Wandstürmer ist, hat uns unter der Woche ein Stürmer verlassen. Und das ist ein ganz besonderer. Raphael Boré, der Europa League-Held, er wechselt spätestens im Sommer zu Porto Alegre, wo auch schon Lucas Alario spielt. Boré bleibt mit dem Europa League-Sieg und seinen Toren im Finale immer mit der Eintracht-Geschichte verbunden. Noch mehr Nachrichten aus der Eintracht-Welt gibt's jetzt in unserem Newsblog. Andreas Bechmann ist wieder da. Exakt 270 Tage nach seinem Achillessehnenriss gab der 24-jährige Ex-Europameister beim 4. Wintercup der Eintracht unter 420 Leichtathleten sein Comeback. Der Zehnkämpfer trat dabei lediglich im Kugelstoßen an, gewann aber den Wettbewerb mit 14,38 Metern. Ein toller Auftakt in das Wettkampfjahr 2024. Noch 2,5 Wochen bis zur Mitgliederversammlung von Eintracht Frankfurt. Diese Woche wurde fristgerecht die endgültige Tagesordnung verschickt. Wichtigster Punkt ist natürlich der Wechsel im Präsidentenamt. Peter Fischer wird nach 24 Jahren seinen Abschied geben. Als Nachfolger steht Vizepräsident Matthias Beck zur Wahl, der von Verwaltungsrat und Wahlausschuss nun offiziell als Kandidat bestätigt wurde. Die Mitgliederversammlung findet am Montag, den 5. Februar um 18 Uhr in der Jahrhunderthalle statt. Peter Fischers Abschied naht, das ist sicher. Was übrigens auch sicher ist, ist, dass unsere Frauenmannschaft nächste Woche in die Rückrunde startet. Und darüber sprechen wir jetzt unter anderem mit Laura Freigang. Hallo Laura. Hallo. Laura, wir haben es eben gerade gesehen, Peter Fischer Abschied. Lass uns das nochmal ganz kurz besprechen. Was hast du für Kontakte mit ihm gehabt? Hast du eine Anekdote für uns? Oh, eine Anekdote, gar nicht so einfach. Aber ja, wir sind uns häufiger über den Weg gelaufen. Also
für uns gerade als Frauenmannschaft haben wir die Unterstützung von ihm immer sehr stark gespürt. Und immer, wenn ich ihm über den Weg gelaufen bin, war er gut drauf. Ich glaube, so kennt man ihn. Hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Deswegen, ja, sehr schade, aber wohlverdienter Ruhestand. Schlechte Laune gibt es bei Peter nicht. Als wir letzte Woche hier gestanden haben, haben wir über das Trainingslager gesprochen. Ihr wart ja in der Algarve. Wie ist so euer Zustand? Seid ihr fit? Seid ihr startklar für die Saison? Ja, war natürlich anstrengend, aber ich glaube, so müssen Trainingslager sein. Waren tolle Bedingungen, war gutes Wetter, besser auf jeden Fall als hier in Deutschland. Wir haben viel gemacht, aber es hat auch echt Spaß gemacht, hatten ein paar Teamaktivitäten. Insofern, glaube ich, würde ich sagen, sehr erfolgreicher Start ins neue Jahr. Aber jetzt sind wir auch bereit. Das hört sich gut an. Unter anderem Quadfahren war der. Neues Jahr mit Platz 3 oder auf Platz 3 habt ihr überwintert. Bist du zufrieden mit diesem Zwischenfazit? Doch, ich würde sagen, auf jeden Fall. Also nachdem wir ja nicht so super erfolgreich in das Jahr gestartet waren mit einer Niederlage, glaube ich, haben wir uns eigentlich sehr, sehr gut gefangen. Gute Ergebnisse geliefert, natürlich das ein oder andere Mal liegen lassen, aber ich glaube, mit der Champions-League-Saison auch im Pokal sind wir auch noch drin. Mhm. Können wir, glaube ich, alles in allem sehr zufrieden sein, weil es eine gute Ausgangslage ist und nach oben ist ja auch noch was möglich. Absolut. Pokal ist ein gutes Stichwort. Die Partie wurde verlegt aufgrund der Witterungsbedingungen. Es ist ja derzeit momentan richtig Winter. Also das heißt, ihr startet mit einem leichten Spiel beim FC Barcelona in Champions League. Geht da noch was? Ihr müsst ja was holen. Es ist immer alles möglich. Natürlich wissen wir, wie schwer das ist, gerade in Barcelona. Ich glaube, das ist eine Mammutaufgabe, egal für wer auch immer da hinfährt. Es ist schwierig, das ist die beste Mannschaft der Welt. Insofern, ich glaube, wir freuen uns einfach. Ich glaube, das ist was Besonderes. Barcelona ist eine wunderschöne Stadt, es ist ein toller Verein. Es ist ein Spiel, was natürlich für uns noch was bedeutet, aber ich glaube, wir haben nichts zu verlieren, trotz unserer Situation in Barcelona. Wenn man auch nur einen Punkt holt, ist man irgendwie schon Gewinner. Insofern, ich freue mich drauf. Ich glaube, wir freuen uns alle drauf. Natürlich kein einfaches erstes Spiel, aber wir werden auf jeden Fall frisch sein. Das ist das Positive. Und die Eintracht hat ja schon mal in Barcelona auch nicht so ein unwichtiges Spiel tatsächlich gewonnen. Also Ausreden sind in Barcelona auf jeden Fall ja keine erlaubt, denn ihr müsst was holen, sonst seid ihr ausgeschieden. Das ist ein gutes Stichwort, denn die Kampagne unseres Hauptsponsors Indeed, da geht es auch um Indeed statt Ausreden. Du warst bei einem Werbespot mit dabei, mit Kevin Trapp und mit Mario Götze. Wie war's? War auf jeden Fall eine witzige Erfahrung. Also es war auch mein erster TV-Spot. Ist auf jeden Fall interessant. Es dauert auch länger, als man denkt. Ich meine, so ein Spot ist ja nur ein paar Sekunden im Endeffekt, aber wir haben da schon ein paar Stunden gedreht, auch wenn man es an unseren schauspielerischen Leistungen vielleicht nicht erkennen kann. Aber nein, es war super entspannt. Einen von zwei Spots und einen schauen wir uns jetzt mal an. Und Action! Lächeln! Lächeln! Ich kann nicht auf Kommando lachen. Ich nur über einen guten Witz. Kann mich jemand kitzeln? Schluss mit Ausreden. Auch bei der Jobsuche. Jetzt mit Indeed den richtigen Job finden. Indeed, stolzer Hauptsponsor von Eintracht Frankfurt. 4 Monate Planung für die 2 Spots. Und Laura hat es gerade angesprochen, relativ viel Zeitaufwand auch an dem Tag. Laura, Schauspielerin, wäre das was für dich? Ich glaube nicht, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, ich bin besser da drin, ich selbst von der Kamera zu sein, als jemand anders. Da durfte ich ja sowieso mich selbst spielen, aber das ist dann irgendwie auch komisch. Es war, glaube ich, die haben es uns so einfach gemacht wie möglich, weil, glaube ich, keiner von uns dreien Ambitionen hat, Schauspieler zu werden. Insofern, glaube ich, gehen das für die paar Sekunden in Ordnung. Alles andere, glaube ich, wäre zu viel für uns. Kevin Trapp ist ja im Model-Business, Mario Götze bei Startups. Hast du schon Planungen nach der Karriere? Boah. Ich glaube, ich halte mir alle Türen offen. Ich mache ja gerne sehr viele verschiedene Sachen, auch gerade im kreativen Bereich. Ich kann mir vorstellen, dass ich ganz, ganz unterschiedliche Dinge mache. Im Moment mache ich ja sehr viel Fotografie auch. Weiß nicht, in welche Richtung das noch geht. Insofern, ich bin total offen. Du warst ja auch beim Trikot-Shooting im Sommer mit dabei. Diese Identifikation mit Eintracht Frankfurt. Kann man sagen, Eintracht Frankfurt und du, das passt? Mittlerweile, glaube ich, kann man das auf jeden Fall sagen. Ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre da. Ich glaube, man merkt mir an, wie wohl ich mich hier fühle und ich habe das Gefühl, dass die Werte vom Verein, meine Werte, auch einfach die Historie, wie das jetzt alles über die Jahre gelaufen ist und wie sich das entwickelt hat, das passt einfach sehr, sehr gut zusammen. Ich fühle mich total wohl und das Shooting hat sehr viel Spaß gemacht, war mal was anderes. Ja. Laura, vielen Dank, dass du da warst. Euch viel, viel Erfolg für die erste englische Woche in Barcelona und dann beim ersten Spiel in Köln. Dankeschön. So, Laura war also die Erste, die auch bei unserem Podcast Eintracht vom Main zu Gast war. Und da war jetzt auch unser Cheftrainer, Dino Toppmöller. Der hat sich den Fragen von Jan-Martin Strassheim gestellt und wir haben mal einen kleinen Vorgeschmack für euch.
Am meisten stolz bin ich tatsächlich auf die Entwicklung von Omar, weil er war ja selber auch Stürmer und konnte ihm da natürlich vielleicht auch nochmal im Detail nochmal vielleicht das ein oder andere noch mehr mitgeben, weil ich selber alles auf dieser Position erlebt habe. Hugo ist auch Wahnsinn, wie der Junge, der wurde ja auch so ein bisschen dann ins kalte Wasser geschmissen, wie er sich freigeschwommen hat, mit welcher Selbstverständlichkeit er auftritt oder auch ein William Pacho, mit welcher Konstanz dieser Spieler einfach auch spielt. Der ist ja auch erst 21 und ja, du kannst jetzt über viele Spieler viele positive Dinge sagen, aber gerade jetzt, wenn man über eine Entwicklung spricht, glaube ich, war das schon am auffälligsten bei denen. Dino Topmöller bei Eintracht vom Main. Zu hören gibt's das auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt und diesmal auch zu sehen. Also es ist ein Vodcast auf unseren Eintracht-Kanälen YouTube und Eintracht TV. Das war's hier wieder von Im Herzen von Europa präsentiert, wie gewohnt von Indeed. Wir sehen uns nächste Woche wieder hier, aber zuerst mal am Wochenende Derby-Sieg gegen Darmstadt 98. Viel Spaß, macht's gut, bis nächste Woche, ciao. Das war's für heute. Im Herzen von Europa wurde euch präsentiert von Indeed, stolzer Hauptsponsor von Eintracht Frankfurt.